So, nun begrüße ich Sie ganz herzlich und meine Gäste, unsere Gäste bei mir auf der Bühne zur Diskussion dieser Themen. Ich darf bitten, sie wurden Ihnen bereits vorgestellt, Dr. Christoph Blocher, Hans-Peter Portmann, Monika Rühl und Roger Köppel. Bitte zu mir auf die Bühne. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, es wurde der Wunsch geäußert, natürlich dieses Thema des Wegs mit der Europäischen Union zu thematisieren, zu diskutieren hier auf dem Podium, aber vielleicht gerade am Anfang das Ganze noch einmal etwas grundsätzlicher anzuschauen. Ich möchte das sehr gerne machen, denn wir sind bei der AUNS. Da geht es um Unabhängigkeit, um Neutralität und um direkte Demokratie. Und deswegen habe ich noch einmal mich eingelesen in die Entstehung der direkten Demokratie in der Schweiz. Und es war gut 2 Wochen her, und ich erlaube mir jetzt den Kanton Zürich hier als Beispiel zu nehmen, da wurden 150 Jahre Zürcher Kantonsverfassung gefeiert. Da wurde die direkte Demokratie ganz konkret im Kanton Zürich installiert, mit dem Referendum, mit der Volksinitiative. Und so ist eine Geschichte in den verschiedenen Kantonen und schlussendlich auch in der ganzen Schweiz des Prozesses hin zu dem, was wir heute haben, nämlich dass wir Sie hier im Saal direkt bestimmen über die Gesetze in der Schweiz. Und ich möchte einmal ganz grundsätzlich fragen, in all diesen letzten Jahren, was wir erlebt haben, im immer enger werdenden Europa, ist diese direkte Demokratie, Roger Köppel, bedroht oder wird das alles zu heiß gegessen? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der AUNS, vielen Dank für die Einladung heute auf diesem Podium. Ja, ich meine, die direkte Demokratie existiert nur in einem Land auf der Welt, in der Schweiz. Und wir erleben die Situation, dass eigentlich die direkte Demokratie, wenn Sie über die Schweizer Landesgrenze hinausgehen, alle sehnen sich nach direkter Demokratie, aber in der Schweiz arbeitet die Politik, eine Mehrheit in der Politik, leider unterstützt auch von den Wirtschaftsverbänden, an der systematischen Unterhöhlung, Untergrabung und Zerstörung der direkten Demokratie. Selbstverständlich ist... Die direkte Demokratie ist in großer Gefahr, wenn es im Bundeshaus für selbstverständlich genommen wird, wenn wir einfach einen Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung nicht umsetzen, wenn man das mit abenteuerlichen, überschlauen Pseudobegründungen rechtfertigt, dann sind wir auf einer ganz gefährlichen Bahn in der Schweiz. Und darum beglückwünsche ich die AUNS. Diese Organisation ist matchentscheidend dafür, dass wir in der Schweiz auch in Zukunft noch selber bestimmen können und nicht, wie es dieses Rahmenabkommen will, irgendwelche Leute in der Europäischen Union, wie sie alle heißen, Juncker, Weber etc. Vielen Dank. Auf die. Vielen Dank. Gut. Also zuerst einmal stelle ich fest, dass Sie ein innenpolitisches Beispiel nehmen für die Bedrohung der Demokratie, nämlich die Nichtumsetzung gewisser Volksinitiativen. Einfach noch, um das Bild zu vervollständigen, das wird ja auch von Bürgerlichen gemacht bei Anliegen, die den Bürgerlichen nicht passen. Nehmen wir die Zweitwohnungsinitiative beispielsweise oder andere Beispiele. Ja, aber das ist eine Alpeninitiative. Ja, aber das ist eine ganz andere Kategorie von dem, was wir im Dezember 2016 gesehen haben. Dort haben wir einen Volksentscheid, Einführung der selbstbestimmten Zuwanderung mit Kontingenten und Höchstzahlen. Und das ist, und hier zitiere ich jetzt nicht jemanden der SVP oder der AUNS, sondern ich zitiere Bernhard Ehrenzeller der Universität St. Gallen, der im Schweizer Radio DRS gesagt hat, dieser Volksentscheid ist nicht einmal zu einem Promille umgesetzt worden. Das ist der Unterschied. Das ist ein wirklich vorsätzlicher Nichtumsetzung, eigentlich ein Verfassungsbruch, wenn man so will. Vielen Dank. Es gäbe Argumente. Applaus
Es gäbe jetzt Argumente der Gegner, die sagen würden, ja, aber das Volk hat auch gewisse bilaterale Wege bestimmt in Volksabstimmung. Lassen wir das für den Moment. Ich möchte gerne uns erlauben, Frau Rühl, dass ich zuerst den Politiker frage, wie er das einschätzt. Grundsatzfrage, Ausgangsfrage, die Entwicklung dieses Weges, direkte Demokratie in der Schweiz so hoch wie nirgendwo auf der Welt, ist sie bedroht im Sinne, wie Roger Köppel das eben gerade dargelegt hat, Herr Portmann? Die direkte Demokratie wird, und grüezi miteinander, ich bin auch sehr gern gekommen zu Ihnen, die direkte Demokratie wird nicht untergraben. Und die direkte Demokratie. Und die direkte Demokratie hat immer noch den fundamentalen Stellenwert für unser Land, wie wir es alle wollen. Und ich begründe Ihnen das mit zwei Beispielen. Ich nehme zuerst das Beispiel von Kollege Köppel auf, was innerstaatlich ist. Tatsächlich ist es so, aber das ist verfassungsrechtlich bei uns auch so geregelt, dass das Parlament nicht immer buchstabengetreu umsetzt, wie der Verfassungstext vom Volk angenommen lautet. Und das ist nicht erst seit 2-3 Jahren so. Das ist seit Beginn dieses Mechanismus der Volksrechte so. Und wo ich Herrn Köppel recht gebe, darum habe ich übrigens auch im Nationalrat eben anders gestimmt, nämlich so wie die SVP, dass man bei diesem einen Beispiel der Masseneinwanderungsinitiative doch sehr, sehr weit davon weg war, als das, was der Text und das Volk wollte. Aber es ist so, dass genau unsere direkte Demokratie eben vorsieht, dass wenn man dann dieses Gesetz, das Volk eben nicht einverstanden ist, man nochmals ein Referendum ergreifen kann. Und das haben Sie und die SVP nicht gemacht. Und es ist auch so, wie der Moderator gesagt hat, es ist auch so, dass wir viele Verfassungstexte haben, die auch schlecht umgesetzt sind. Und wir haben sogar solche, die überhaupt nicht umgesetzt sind. Und liebe Bürgerliche, es sind meistens jene, die uns nicht passen, auf der bürgerlichen Seite. Das heißt, das Herr Portmann, wenn ich hier Demokratie. Doch den Sack zumachen darf, Sie sagen also, nein, es ist keine Bedrohung, Sie sehen keine Entwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten hin, dass an dieser direkten Demokratie gerüttelt wird. Ich sehe eine globale Entwicklung, die Souveränität wegnimmt, aber nicht nur in der Schweiz, bei allen Ländern. Wenn Sie Verträge machen, wie Sie einen Vertrag mit Ihrem Vermieter machen, wenn Sie eine Wohnung wollen, dann nehmen Sie automatisch von Ihrer eigenen Souveränität weg. Sie gehen einen Vertrag ein und verpflichten sich für gewisse Dinge. Und unsere Welt ist globaler geworden, aber freiwillig, viel internationaler geworden. Und es stimmt, hier geht Souveränität weg. Das ist so. Und wir müssen wählen, ob wir international eingebunden sein wollen oder nicht. Aber damit ist die Demokratie nicht gefährdet. Danke auch, dass Sie den Link ins Internationale machen. Wir kommen selbstverständlich im Wesentlichen dann auf die EU und die Schweiz zu sprechen. Aber bleiben wir hier noch einmal bei der grundsätzlichen Frage, Christoph Blocher. Ist diese Entwicklung, die sehr toll war in den letzten 150 oder vielleicht sogar 700, 800 Jahren, zu diesem vorbildlichen, direkten, demokratischen System gefährdet? Also eindeutig, also das kann nur ein Blinder sagen oder ein Tauber, dass sie nicht gefährdet sei. Das wissen auch die Befürworter. Und passen Sie auf diese Vernünfteleien. Das sind Vernünfteleien in der Argumentation. Bringen wir das Beispiel der Masseneinwanderungsinitiative. Die Masseneinwanderungsinitiative ist angenommen worden mit einem klaren Auftrag. Dann haben sie ein Gesetz gemacht, wo man nicht weiß, ist es noch schlimmer als vorher. Etwa gleich. Es ist nichts passiert, ein Promille. Und jetzt sagen sie, da könnten sie ein Referendum machen. Und wenn sie ein Referendum machen, dann haben sie, auch wenn sie gewinnen, dieses Gesetz nicht mehr, aber sie haben das wieder, das Sie mit dem Verfassungsartikel ändern wollten.
Und das ist die Weisheit der Gegner, dass sie es nicht gemacht haben. Wir haben auch solche, die zuerst reingefallen sind und sagen, machen wir eines. Und die Befürworter haben genau gewusst von diesem schlechten Gesetz, das können sie gar nicht mehr ändern. Selbst wenn sie im Volk noch Recht bekommen, haben sie wieder das, was sie nicht wollten. Dazu ist das Referendum nicht gemacht. Aber dahinter besteht eine Gesinnung, da gebe ich Ihnen recht, das ist seit Beginn des Bundesstaates ist das so. Die Leute, die regieren, haben an sich innerlich nicht gern die direkte Demokratie. Alles andere ist unehrlich. Weil sie haben immer das Volk, das dreinschwatzt, das dreinredet, das etwas, die hat ja nur die Möglichkeit, Nein zu sagen. Aber man hat es nicht so unverschämt, die Demokratie verweigert wie heute. Das ist der Unterschied. Ich bringe ein Beispiel. Das weiß diese Organisation, die war zuvorderst bei der Bekämpfung des europäischen Wirtschaftsraumes. Da hat man ein obligatorisches Referendum gemacht. Herr Portmann, ich höre genau, und der Bundesrat hat schon geschrieben, eventuell gäbe es eine Volksabstimmung. Jetzt kommt der Rahmenvertrag, der noch über den EWR herausgeht, der über der Verfassung steht, der die Gesetzgebungskompetenzen an die EU delegiert. Will man kein obligatorisches Referendum machen, sondern ein fakultatives. Das Volk kann ja dann stimmen, weil man die Kantone ausschalten will. Und zwar mit einer Rücksichtslosigkeit par excellence. Und die Wirtschaftsverbände machen mit. Das waren auch nie Freunde der... Frau Rühl, die Wirtschaftsverbände Economy Suisse als Dachverband will diesen Rahmenvertrag, will die Modernisierung der Beziehungen zur Europäischen Union. Was sagen Sie, wenn Christoph Blocher sagt, ich mache jetzt mal die Analogie, die Wirtschaftsführer und die starken Verbände, die haben eigentlich auch nicht gerne, wenn das Volk ständig dreinredet, weil das ist mühsam und kann unter Umständen den Zielen der Wirtschaftsbosse entgegenlaufen. Ja, guten Nachmittag miteinander. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und mit Herrn Köppel und Herrn Blocher zu diskutieren und natürlich auch mit Herrn Portmann. Die direkte Demokratie ist für die Schweizer Wirtschaft extrem wichtig. Sie gehört zu unserem Land. Sie wird intensiv gelebt. Sie wird von der Wirtschaft unterstützt und respektiert. Und ich kann beim besten Willen kein Einbrechen in der direkten Demokratie feststellen. Und ich mache das fest, wenn ich schaue, wir haben eine Planungsliste mit Volksinitiativen, die eingereicht werden, die dann irgendwann zur Abstimmung kommen. Und ich sage Ihnen, viele dieser Volksinitiativen, sehr viele von linker und grüner Seite, sind wirtschaftsfeindlich, die müssen wir bekämpfen. Und ich sage Ihnen, die Liste ist lang und die wird ständig aufgefüllt, fast im Tagesrhythmus. Und dann haben wir noch das Instrument der Referenden und auch die Referenden werden zahlreich genutzt. Also wir sind sehr gut ausgelastet in unserer Arbeit in der Kampagnenführung. Und ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass wir die direktdemokratischen Instrumente, die wir haben, auch tatsächlich nutzen. Die SVP, Sie als Eins, Sie machen das. Aber Sie machen es dann plötzlich eben nicht, wenn sie Angst haben, dass das Schweizer Volk nicht so in ihrem Sinne entscheidet. Und von dem her, wenn man nicht einverstanden ist mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative durch das Parlament, dann ergreift man das Referendum und dann holt man sich den Volksentscheid. Aber Herr Bloch hat ja gesagt, warum wenn man nicht, es nichts wenn man würde. Nicht einverstanden ist mit der Personenfreizügigkeit, da hat weder die SVP noch die AUNS einen Referendum ergriffen, als es darum ging, die Personenfreizügigkeit auszuweiten auf Kroatien. Also, Sie haben direktdemokratische Instrumente, also dann nutzen Sie sie, aber haben Sie keine Angst vor den Volksentscheiden. Das Schweizer Volk entscheidet ab und zu
in unserem Sinne, in Ihrem Sinne. Und damit muss man umgehen. Auch das ist direkte Demokratie. Vielen Dank. Ich würde gerne Folgendes machen. Ich glaube, wir sollten jetzt hin zur EU und zu dieser Diskussion und nicht im Innenpolitischen bleiben. Und ich würde gerne gleich mit Ihnen weiterfahren, Frau Rühl, wenn Sie unterstreichen, dass Ihnen die direkte Demokratie wichtig ist und dass sie genutzt werden soll. Entscheidende Punkte in diesem vorgesehenen Rahmenabkommen sagen, es gibt eine Rechtsprechung, die von der EU gemacht wird, und es gibt einen Streitschlichtungsprozess, bei dem letztlich die höchste EU-Instanz, der Europäische Gerichtshof, letztlich entscheidet. Das verträgt sich nicht, sagen diese Seite, mit der direkten Demokratie. Wir geben dort die direkte Demokratie ab. Sie haben mich vorhin gefragt, Herr Brennwald, was ist die Haltung der Schweizer Wirtschaft? Die Schweizer Wirtschaft ist für dieses Rahmenabkommen mit gewissen Klärungsfragen. Weshalb ist die Wirtschaft für dieses Rahmenabkommen? Es sichert den bewährten bilateralen Weg, den wir jetzt seit rund 20 Jahren haben. Es erlaubt es, neue Abkommen mit der EU abzuschließen, auch im Bereich des Marktzugangs. Das ist essentiell wichtig, beispielsweise beim Strom. Und es gibt, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den schweizerischen Unternehmen, ob sie jetzt große oder kleine sind, Rechtssicherheit. Wir sind eine Exportnation, die EU ist unser wichtigster Handelspartner. Wir verdienen jeden dritten Franken in der EU, also brauchen wir ein gesichertes Verhältnis und wir brauchen Rechtssicherheit. Das Rahmenabkommen schafft diese Rechtssicherheit und deshalb braucht es jetzt die Diskussion im Bundesrat, im Parlament und dann am Schluss im Volk. Gut, Sie haben die wesentlichen Elemente aufgezählt, die aus Sicht der Wirtschaft wichtig sind. Das kann man teilen oder nicht, das ist auch okay, aber eigentlich haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Wir kommen dann nachher noch auf den Punkt, was der Preis allenfalls sein soll, wenn wir tatsächlich einen Teil der direkten Demokratie, der Souveränität an Brüssel abgeben. Aber meine Frage war, sind Sie dafür, dass wir diese Souveränität an Brüssel abgeben? Wir geben keine Souveränität an Brüssel ab. Wir... Also erstens... Moment, ich sage schnell, darf ich... Sie kommen gleich zu Wort. Verehrte Damen und Herren, ich wurde ja vorsichtig darauf hingewiesen, dass hier die Emotionen hochgehen könnten. Und ich habe gesagt, ich habe kein Problem damit. Und ich glaube, wir haben auch kein Problem damit, solange das einigermaßen im gesitteten Rahmen bleibt. Also bitte bezeugen Sie weiterhin Ihre Emotionen. Aber lassen Sie uns auch die besten Argumente hören, Frau Rühl. Also es geht einerseits um die dynamische Rechtsübernahme. Es geht um 5 Marktzugangsabkommen, die bereits heute existieren. Und in diesen Bereichen, im Personenfreizügigkeit, Land- und Luftverkehr, bei den technischen Handelshemmnissen und ein 5., das ich immer vergesse, Landwirtschaft, in diesen Bereichen ändert sich etwas. Es ändert sich, dass wir von einem autonomen Nachvollzug in eine dynamische Rechtsübernahme wechseln. Jetzt, was heißt das? Was heißt das konkret? Und das stärkt unsere Souveränität. Die EU muss, wenn sie ihr Recht anpasst, das wir übernehmen sollten, uns informieren. Wir können während dieses Recht in der EU diskutiert wird, mitreden. Das können wir heute nicht. Lesen Sie das Abkommen. Das können wir heute nicht. Wir können dort am Verhandlungstisch unsere spezifischen Anliegen einbringen. Und dann, wenn das beschlossen ist, folgt der normale Verlauf in der Schweiz. Der Bundesrat wird entscheiden, das Parlament wird diskutieren, das Volk kann abstimmen. Und wir haben Zeit, die EU gibt uns bis zu 3 Jahre Zeit,
solches Recht zu übernehmen. Also von dem her sehe ich nicht, inwiefern unsere direktdemokratischen Prinzipien tangiert sind und inwiefern unsere Souveränität tangiert sind. Vielen Dank. Das ist die Analyse von Monika Rühl, der Direktorin des Wirtschaftsdachverbands der Schweiz. Jetzt möchte ich gerne Ihnen, Herr Bloch oder Herr Köppel, eine gegenteilige Analyse ermöglichen. Ich nehme ja mindestens an, dass sie etwas in eine andere Richtung geht. Ja, ich möchte danken, dass Frau Rühl sagt, die Wirtschaft ist. Also Entschuldigung, Frau Rühl, ich bin das ganze Leben lang Exportunternehmer gewesen. Mit 96% im Export, Großteil in der EU. Alles zertifizierte Produkte. Und Sie müssen doch nicht sagen, die ganze Wirtschaft unterstützt das. Ich kenne auch die Unternehmen, die es nicht unterstützen, Sie auch. Die ganze Uhrenindustrie sagt nein. Zwar nicht nur Herr Hayek. Da bin ich nicht so gut. Darf ich? Das ist nur eine Nebenbei-Bemerkung. Ja. Sprechen Sie nicht für andere Leute. Darf ich trotzdem, Herr Blocher? Ich rede auch nicht für die Wirtschaft. Ich spreche für unsere Mitglieder. Wir haben die Europafrage und das Rahmenabkommen sehr intensiv diskutiert. Und was ich Ihnen heute sage, ist die große Mehrheitsmeinung unserer Mitglieder. Gut, also. Darf ich, Herr Blocher, auch wenn es ein Nebenaspekt ist, das wäre interessant zu wissen. Also, das sei bei mir wäre auch so. Aber wie haben Sie auch gesagt, Ihre Leute haben gesagt, wenn die Schweiz dem europäischen Wirtschaftsraum als Vorstufe zum EU nicht zustimmt, dann wird die Schweiz verarmen. Wir haben keine Chance mehr auf dem Markt. Und es kann keine bilateralen Verträge mehr geben. Die Welt ist multinational. Und heute, wo stehen wir heute? Heute sind wir so, dass das Sprachrohr der Freisinnigen, die NZZ, der Chefredakteur schreibt, die Schweiz sei eine Weltmacht geworden, wirtschaftlich. Das sind die Prognosen dieser Wirtschaftsverbände. Herr Blocher, erlauben Sie mir, das ist doch noch interessant, weil wir wissen ja nicht genau, wie die Wirtschaft als Ganzes tickt in dieser Frage. Wir sehen die Inserate, wir lesen die Artikel als Leser. Würden Sie denn, wenn Frau Rühl sagt, es ist die große Mehrheit mindestens ihrer Mitglieder, das ist aber auch nicht die ganze Wirtschaft, was würden Sie sagen, momentan ist denn das Verhältnis in der Wirtschaft? Also ich weiß es nicht genau, es ist mir auch gleich. Es ist eben so, Beitreten der EU, es ist ja indirekt ein EU-Beitritt, nicht wahr? Einfach ohne, dass wir entscheiden dort, aber wir übernehmen, ohne dass wir dort entscheiden können. Und da gibt es Vorteile für Wirtschaftsunternehmen. Vor allem für die großen, kurzsichtig denkenden Manager. Wenn alles, Sie sagen, Rechtssicherheit. Sie können sagen, wenn wir da mitmachen, haben wir die gleichen Gesetze wie die EU. Und die wollen das. Die sind auch international so verstreut. Die Pharmaindustrie hat noch etwa 2% in der Schweiz. Und der Rest ist draußen. Das ist natürlich einfacher, wenn sie alles gleich haben. Sie sind abhängig von den EU-Behörden bei den Pharmapreisen. Zum Beispiel bei den Banken. Das sind die Regulierungen. Dann gibt es andere, die sagen, wir sind Schweizer Unternehmen. So gehören wir. Und sagen, unsere Stärke ist schnell, Qualität, besondere Bedingungen, wir sind ein Sonderfall. Wir verkaufen die Produkte in der EU, weil wir gute Produkte haben und nicht, weil wir die gleichen Gesetze haben. So. Und diese beiden Seiten sehen sich auch in der Wirtschaft gegenüber. Aber dass Sie jetzt noch sagen, Frau Rühl, dass das die Souveränität nicht treffe. Da sollten Sie ehrlich sein. Das Rahmenabkommen sieht Gesetzgebungskompetenzen für weite Teile der Schweiz in der EU. Die EU beschließt, wir haben die Gesetze zu übernehmen. Und wenn wir es nicht übernehmen, haben wir Ausgleichsmaßnahmen. Das sind Sanktionen. Da muss ich sagen, Frau Calmiret, obwohl sie nicht eine Bürgerliche ist, ist trotzdem noch ehrlich. Das ist Also hat sie nämlich hat sie gesagt. Also, und das ist doch keine Souveränität. Und die Rahmenabkommen ist nicht die Fortsetzung des bilateralen Weges,
sondern das Ende. Denn bilateral heißt, zweiseitig. Man diskutiert auf gleicher Höhe und dann wird man einig oder nicht einig. Würde gerne auf diesen Aber Punkt hier befiehlt kommen. Nachher die Europäische Union. Sie haben gesagt, wir können mitreden. Ja, Sie schon. Aber das Schweizer Volk nicht. Die Verbände und die Verwaltung kann mitreden, entscheiden du die anderen, durchsetzen auch. Und das Schiedsgericht, das Sie da gebastelt haben, da müssen Sie sehen, dass der Entscheid des Europäischen Gerichtshofes, das schreibt auch der Bundesrat, ist für das Schiedsgericht verbindlich. Gut. Wer entscheidet, Herr Bloch, wie der andere Frau sagt. Rühl, lassen wir Frau Rühl antworten. Es gibt immerhin dann die Möglichkeit natürlich des Schweizer Volkes, noch ein Referendum zu ergreifen und Nein zu sagen. Das, das ist eine Möglichkeit. Und dann bekommen Sie eine Strafe. Genau. Das ist souverän. He? Genau. Frau Rühl. Also, das Schweizer Volk kann Nein sagen. Und es gibt keine Welt, meine Damen und Herren, wo es Zweifel und Zweckli gibt. Wenn wir Nein sagen zu einer Übernahme, dann müssen wir die Konsequenzen tragen. Und wir kennen die Konsequenzen. Und die Konsequenzen heißen, dann kann die EU Gegenmaßnahmen ergreifen. Das ist absolut üblich in der internationalen Handelspolitik. Wir haben dann im Übrigen, also erstens, wenn die EU Gegenmaßnahmen ergreifen würde, könnten auch wir Gegenmaßnahmen gegen die EU ergreifen. Absolut. Das ist das, was jetzt passiert, was Herr Trump macht gegenüber China. Das können Sie jeden Tag verfolgen. Aber gut, wir werden neu das Schiedsgericht haben. Und das Schiedsgericht können auch wir als Schweiz anrufen. Wenn nämlich ein EU-Mitglied die Verträge nicht einhält, dann können auch wir Schweiz die EU vor dieses Schiedsgericht bringen. Wir haben diese Möglichkeit heute nicht. Das ist aus meiner Sicht ein klarer Souveränitätsgewinn. Gut. Das Schiedsgericht kann den EuGH anrufen. Es muss nicht. Es kann. Und dann, was wichtig ist zu wissen, abschließend entscheidet das Schiedsgericht. Und dann kommt das Beste. Muss sich aber an den Gerichtsentscheid des Europäischen Gerichtshofs halten. Falls der EuGH angerufen wurde, muss es sich dran halten. Das Schiedsgericht fällt ein Urteil. Und jetzt kommt das Beste, meine Damen und Herren. Wir müssen uns nicht an dieses Urteil halten. Kennen Sie ein Gericht in der Schweiz, an dessen Urteile man sich nicht halten muss? Ich frage Sie. Wir können nämlich sagen, wir akzeptieren das Urteil des Schiedsgerichtes nicht. Und dann kann die EU wieder Gegenmaßnahmen ergreifen. Und wenn die EU dann kommt mit Gegenmaßnahmen, wie sie das bisher immer gemacht hat, nämlich Rut und Rüebli zu mischen, dann können wir wieder vor dieses Schiedsgericht gehen und Verhältnismäßigkeit verlangen. Gut. Und von dem her ist dieses Schiedsgericht ein ausgezeichnetes Instrument. Vielen Dank. Ich würde sagen, einmal tief durchatmen. Wo stehen wir in der Diskussion? Frau Rühl, Sie sagen, das ist kein Souveränitätsverlust, weil wir haben Handlungsmöglichkeit. Sie sagen auch, Sie nehmen den Ball auf von Frau Calmiret. Sie sagen, wir sind stark, wir haben Trümpfe in der Hand, aber die EU ist es auch. Was mir auffällt, wenn ich diesen Entwurf des Rahmenabkommens lese, dann ist immer wieder, der Schweiz wird der Zugang zum Binnenmarkt ermöglicht. Es geht um Teilnahme am Binnenmarkt. Herr Portmann, ich wurde im Vorfeld zu dieser Diskussion aus diesen Reihen per Brief
gefragt, ich soll Ihnen gerne folgende Frage stellen. Ist es wirklich so, dass wir ein solcher Zwerg sind gegenüber der Europäischen Union und dass wir quasi, wenn wir jetzt hier nicht Ja sagen, einfach, wie das damals beim EWR gedroht wurde, dann einen ganz schwierigen Weg gehen werden müssen? Oder ist es nicht umgekehrt so, dass wir einer der besten Kunden der EU sind mit einem Handelsbilanzdefizit 2018. Das heißt, wir sind für die EU fast wichtiger als die EU für uns, geschäftlich gesehen. Und einen guten Kunden behandelt man anders. Der Briefeschreiber hat sich, vielen Dank. Er hat sich auf eine Aussage bezogen, die Sie in einer Fernsehsendung gemacht haben. Sie haben dort offenbar gesagt, wenn wir diesen Vertrag nicht unterzeichnen, sind wir vom Binnenmarkt ausgeschlossen. Also ich muss zuerst einmal sagen, Chapeau, Frau Rühl, das ist nicht einfach, wie Sie hier drin versucht hat, vorher Ihre Position zu erklären. Und wenn ich daran denke, doch immerhin sollte man doch zumindest gewillt sein zuzuhören und die Faktenlage vielleicht auch zu anerkennen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, Herr Blocher macht das sehr geschickt, hat vorher so meine Branche hineingenommen, die Banken. Meine Damen und Herren, die Banken sind mit diesem Rahmenabkommen null und nichtig betroffen. Und das ist genau das Problem, dass in unserer Diskussion wir von Dingen sprechen, die entweder schon existieren. Geben Sie mir hier ein Beispiel, ich beantworte dann gleich die Frage. Geben Sie mir hier ein Beispiel, Frau Galmire, Altbundesrätin, moniert diese Entsenderichtlinien. Meine Damen und Herren, das ist diese Entsenderichtlinien. Hat Frau Galmire als Politikerin und Bundesrätin bereits unterschrieben mit dem heutigen Personenfreizügigkeitsabkommen. Ich sage Ihnen, was dort drin steht. Das ist nichts Neues, das ist absolut nichts Neues. Und zwar steht dort drin, Entschuldigung, hier, die EU und ihre Mitgliedstaaten erklären, dass die Artikel Anhang 1 des Abkommens mit der Schweiz Gemeinschaftsbeistand hinsichtlich der Entsendebedingungen für Arbeitnehmer gleich gelten. Dasselbe haben wir beim Freihandelsabkommen, meine Damen und Herren, es wird immer moniert. Jetzt ist neu dieses Freihandelsabkommen zur Disposition. Ich sage Ihnen, im Rahmenabkommen ist die Formulierung drin, die Unterzeichneten sind daher der Auffassung, dass die Handelsabkommen, also das Freihandelsabkommen, modernisiert werden sollten. Sieh, wir haben bereits unterschrieben mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen, und da verstehe ich, dass Sie das künden wollen. Dort haben wir viel eine härtere Formulierung unterschrieben. Dort steht, die EU und die Schweiz erklären, dass sie Verhandlungen aufzunehmen haben im Hinblick auf den Abschluss im Bereich von gemeinsamen Interessen, wie zum Beispiel das Freihandelsabkommen von 1972. Das war ausgehandelt im 99, abgestimmt im 05. Ich könnte noch, habe heute von Frau Galmire alle damaligen Aussagen als Bundesrätin dann auch im 09, habe ich mir zukommen lassen. Die lauten ein bisschen anders, als Sie heute gesagt haben. Sie verzeihen mir, wenn ich Ihnen das sage. Und da muss ich Ihnen sagen, eigentlich ist gerade auch in diesem Bereich die Formulierung heute besser, als wir es bereits schon haben. Gut, und jetzt auf diese Frage. Genau. Jetzt auf diese Frage. Natürlich sind wir ein sehr guter Handelspartner. Und natürlich, wenn wir anschauen, der Überschuss für die EU im Gegenzug für uns ein guter Kunde. Aber es gibt noch eine andere Betrachtungsweise. Es gibt die Betrachtungsweise, dass die EU ein Exportvolumen von 14.000 ungerad Milliarden hat und die Schweiz von etwa 500 Milliarden. Und wir sind gerade mal als Kunde in diesem Markt prozentual gesehen für die EU bei 3,4%. Und umgekehrt ist die EU für uns ein Kunde von über 60% an unserem Anteil bei uns im Inland und wir bei Ihnen 3,5. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, die EU riskiert
mit uns etwas abzumachen, wo andere Mitgliedstaaten dann sagen, kommt nicht in Frage, dann wollen wir das auch dann raus, dann riskiert sie aus meiner Sicht, meine Einschätzung, ich bin kein Hellseher, riskiert sie eher diese 3,4% an ihrem Gesamtkuchen und uns tun dann 60% viel, viel mehr weh als Ihnen. Gut. Diese 3,4%. Vielen Dank. Ich würde eigentlich gerne Roger Köppel als Nächsten hören. Vielleicht schiebe ich die Frage nach oder fasse nochmals zusammen. Sie sagen also, das Kräfteverhältnis ist anders als in meiner Frage formuliert, ja. Erstens. Und zweitens zur Frage der Möglichkeiten, die wir haben, sagen Sie auch. Und deswegen, weil dieses Kräfteverhältnis so eindeutig EU-dominant ist, müssen wir mit diesem Rahmenvertrag gewisse Konzessionen eingehen, weil die Alternativen wären schlechter. Es sind eben gar keine Konzessionen. Ich möchte es nochmals deutlich sagen. Alles, was moniert wird, viele kritische Punkte, sind irgendwelche Dinge, die in der Zukunft kommen könnten, wenn wir denn wollen. Sie sind nicht Bestandteil dieses Rahmenabkommens. Und vieles, was wir kritisieren, haben wir bereits schon, sogar schon härter unterschrieben. Also wenn Sie das alles nicht wollen, müssen Sie tatsächlich die SVP-Initiative Personenfreizügigkeit künden. Die ganzen Bilateralen fallen dahin, wenn Ihnen das stört. Aber nicht so tun, es hätte etwas mit diesem Rahmenabkommen zu tun. Das stimmt einfach nicht. Also, wenn du den Vertrag machen, wenn alles sowieso schon gilt. Ja. Das ist eine gute Frage. Weil, darf ich es beantworten, Herr Moderator? Geht es in einem Satz bitte? Ich würde sagen, weil die EU das wünscht, oder? Weil, und ich nehme wieder ein Beispiel, wie in einer Ehe oder Partnerschaft, weil uns der andere Partner sagt, umgekehrt, wenn ihr es nicht macht, dann scheiden wir uns mit euch. Ja. Genau, vielen Dank. Und das wollen wir nicht, weil der Nachteil für uns zu groß wäre. Vielen Dank. Roger Köppel. Wir warten schon lange auf das. Wenn ich Herrn Portmann und Frau Rühl zuhöre, als jemand, der Geschichte studiert hat, Schweizer Geschichte, Geschichte des Schweizer Freisinns, Geschichte der Schweizer Wirtschaft, als jemand, der im Ausland gearbeitet hat, der gehört hat, mit was für einer Bewunderung die Leute in der Europäischen Union über unser System sprechen. Und wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, dann, Entschuldigung, habe ich den Eindruck, dass Sie die Fähigkeit verloren haben, die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren dieses Landes zu verstehen. Was sind, meine Damen und Herren, ich meine, wissen Sie, es ist ja eigentlich fast schon traurig, dass ein Journalist kommen muss, um Ihnen das zu erklären. Was sind die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren der Schweiz? Was sind die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren dieses Landes? Dass wir unsere Wirtschafts- und Sozialpolitik gegen Widerstand des Auslandes immer selber bestimmt haben. Dass wir in diesem Land selber die Regeln festgelegt haben, meine Damen und Herren. Und was will denn dieses überschlaue, so geniale Rahmenabkommen? Es will, dass wir die Kontrolle über wesentliche Teile unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik ans Ausland abgeben, an die Europäische Union. Das heißt, meine Damen und Herren, die Tragik dieser beiden Personen auf dem Podium besteht darin, dass sie aufgrund von ein paar kurzfristigen möglichen Vorteilen für Teile unserer Exportindustrie bereit sind, die langfristigen Erfolgsfaktoren der Schweiz zu zerstören, kaputt zu machen, nämlich die Selbstbestimmung aufzugeben. Und das dürfen wir nicht tun. Warum ist die Schweiz so erfolgreich? Weil wir ein System in unserem Gebiet Rahmenbedingungen geschaffen haben, die den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen, die aber auch den sozialen Frieden im Land gewährleistet haben. Schauen Sie mal in der Geschichte etwas zurück.
wie es in Deutschland in den 20er und 30er Jahren ausgesehen hat. Schauen Sie einmal an, wenn Sie nach Frankreich gehen, was wir dort für soziale Spannungen haben, zum Beispiel auch in anderen Ländern mit grenzenloser Zuwanderung. In der Schweiz haben wir das nicht, weil wir selber bestimmt haben. Und gut, deshalb, letzter Punkt, ist es heute leider so, dass die FDP, zumindest auf der Stufe Parteispitze und Bundeshaus, nicht die FDP-Basis, und die Wirtschaftsfunktionäre sind heute die Totengräber des schweizerischen Erfolgsmodells mit diesem Rahmenabkommen, meine Damen und Herren. Ich fasse ganz kurz zusammen. Sie sagen, wir sollen allenfalls gewisse Korrekturen noch zu erreichen versuchen. Grundsätzlich die Richtung stimmt, Rahmenabkommen ja, weil das ist der bessere Weg. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und sagen, wenn nicht Rahmenabkommen, dann wird hier, wie vielleicht beim EWR, der Teufel an die Wand gemalt. Sie haben aber eindrücklich immer wieder auch gesagt, es ist dann anders gekommen, wir stehen besser da als je. Trotzdem steht auf dieser Seite und in weiten Teilen der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht momentan, dass das unsere beste Möglichkeit ist und dass wir in ein Chaos laufen, wenn wir hier Nein sagen. Weil wir haben es gesehen, wir werden mit Nadelstichen bereits gereizt von der EU, Börsenäquivalenz, es können viele andere Dinge noch passieren, Herr Blocher. Was ist denn die Alternative? Also zunächst, wir müssen gar nichts machen. Gar nichts machen. Wir können da sitzen und mit all den Abmachungen, die wir haben, weitermachen. Die Gefahr, eine kleine Gefahr, die realistisch gezeichnet wird, ist die, dass beim Weiterentwickeln des Vertrages über die technischen Handelshemmnisse, dass man an einem oder am anderen Ort vielleicht nicht mit, dass die EU das nicht mitmachen lässt und wir müssen gesondert zertifizieren. Das wird die Wirtschaft nie zulassen, die europäische nicht und wir nicht. Also wenn Sie jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, 96% Export, dann macht Ihnen das keine Angst, dass Sie bei der Ems-Chemie dann tausende Formulare ausfüllen müssen, dass Sie das eine ist dummes Zeug. Das ist dass dummes das kommt, Zeug. Dass Sie Rechtsunsicherheit haben. Das ist dummes haben. Zeug, hatten wir schon, bevor der Vertrag stand, ist das alles gut geregelt worden. Wissen Sie, wo die Zertifizierungsstelle steht für diese Produkte in Europa? In der Schweiz, in Thun ist die Zentrale. Wissen Sie warum? Weil die europäischen Staaten konnten sich nicht einigen. Dann hat man es damals auf das Land gelegt, außerhalb, das ist die EU, aber das ist die Schweiz. Und ich sage nicht, es gibt keine Nachteile, das sage ich nicht. Das kann kleine Nachteile geben, aber es ist nicht überlebensnotwendig, nicht erfolgsentscheidend. Darf ich trotzdem? Es gibt ja Dinge, die wir erlebt haben. Forschungsprogramme, ja. Forschungsgelder, Zusammenarbeit, also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, also Entschuldigung, wo uns die EU schaffen kann. Das europäische Forschungsprogramm, wenn wir diese Gelder, die wir dort reinstecken, hier reinstecken, hätten wir mehr Erfolg. Das kann ich Ihnen sagen. Aber natürlich, für diejenigen, die Forschung nur als Tätigkeit sehen und nicht als Resultat, ist das wichtig. Aber jetzt, Frau Rühl, Sie sagen, wir geben die Unabhängigkeit nicht auf. Wir geben sie auf, das ist der Nachteil für die Leute, die in der Wirtschaft eben ein, wie es Herr Köppel entschieden hat, aus diesem Standort für das Schweizer Volk und für das Schweizer Land Geschäfte machen müssen im Ausland. Diese Sachen geben Sie auf. Und jetzt verniedlichen Sie die Sanktionen, wenn wir es nicht übernehmen. Das kommt mir vor, wie wenn Sie sagen, von morgen weg wird nur noch mit 100 Kilometer gefahren auf der Autobahn. Aber Sie müssen sich nicht daran halten. Sie müssen da nur die Ausgleichsmaßnahmen übernehmen. Das ist die Buße, die Sie bekommen. Aber Sie können immer noch zu schnell fahren. Das ist doch keine Freiheit, die wir haben. Und dann sagen Sie noch, aber es gibt noch ein Schiedsgericht, das dann sagt, ob diese Maßnahme verhältnismäßig sei. Also es gibt dann noch ein Schiedsgericht, das entscheidet.
ob sie eine Buße wollen, eine hohe, oder ins Gefängnis müssen. Das sind doch keine Argumente, das dürfen Sie einfach dem Schweizer Volk nicht zutrauen. So dumm sind die Leute nicht, wie Sie meinen. Herr Blocher, was ich gesagt habe, steht in diesem Vertrag. Ich habe nichts gesagt, was nicht in diesem Vertrag steht. Und wenn ich schon das Wort habe, vielleicht zu den Erfolgsfaktoren. Wirtschaftlich dürfen wir stolz auf unser Land sein. Wir sind die sechstgrößte Volkswirtschaft in Europa. Wir sind Nummer 20 weltweit. Frau Rühl, diese Stärke haben wir wegen des Unternehmertums, und da ist Herr Blocher ein hehres Beispiel dafür, wegen der Innovationskraft unserer Unternehmungen, aber auch wegen dem Marktzugang. Wir verdienen jeden dritten Franken in der EU und jeden zweiten Franken weltweit. Genau, aber darf und ich, Frau dieser Rühl? Marktzugang muss gesichert sein, gut, damit wir auch im Innern stark sind. Also, und jetzt kommt ja die Frage, beziehungsweise das Argument von Herrn Blocher, was denn die Alternative ist. Und da sagt er ganz klar, abwarten und Tee trinken, es passiert relativ wenig, weil wir wollen diesen Vertrag nicht, die EU will ihn. Er sagt, es gibt keinen größeren Schaden für diesen Marktzugang. Die EU, also hier war sie für einmal transparent, hat gesagt, wenn die Schweiz dieses Rahmenabkommen nicht will, dann werden wir die bestehenden Verträge nicht mehr aufdatieren und wir werden keine neuen Verträge mit der Schweiz abschließen. Und ist das schlimm? Ist das ein großer Nachteil? Das ist schlimm, weil die bestehenden Verträge, die haben wir und die sind alle vom Volk mehrfach abgesegnet worden. Wir haben die über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, mühevoll ausgehandelt. Und diese Verträge, wenn sie nicht aufdatiert werden, dann verlieren sie ihren Wert. Und eines der zentralen Verträge, das hat Herr Blocher eben erwähnt, sind die technischen Handelshemmnisse. Und wenn dieser Vertrag nicht aufdatiert wird, dann hat die Medizinaltechnikbranche, also das sind Hersteller, die machen Prothesen, die machen Kontaktlinsen, die haben gesagt, wenn wir dieses Abkommen nicht aufdatiert bekommen, dann müssen wir mit Umsatzverlusten in den nächsten 3 Jahren in der Höhe von 1 Milliarde Franken rechnen. Und das, meine Damen und Herren, das wollen wir verhindern. Nur eine Bemerkung dazu, die mir sehr wichtig erscheint. Niemand, der in diesem Saal sitzt, niemand, der auf diesem Podium sitzt, ist dagegen, dass die Schweizer Wirtschaft im Ausland Produkte verkaufen kann und möglichst guten Zugang zu den Märkten weltweit, nicht nur europaweit hat. Ich glaube, das ist eine geteilte Auffassung. Aber die große Naivität von Ihrer Betrachtungsweise, von Ihren beiden, bei Ihrer Partei und auch bei Ihrem Wirtschaftsverband, Sie sehen einfach den Böck nicht. Sie sehen die EU falsch. Was will die EU? Was will die EU? Seit 10 Jahren, ja, Sie wollen unser Geld, das stimmt. Aber die EU hat gesagt, 2008, jetzt ist fertig mit diesem bilateralen, gleichberechtigten Weg. Wir haben die Geduld verloren. Der Bundesrat hat uns jetzt 15 Jahre versprochen, dass die Schweiz bilateral in die EU hineinkommt. Aber ihr kommt nicht. Jetzt wollen wir etwas Neues. Wir wollen nicht mehr bilaterale, gleichberechtigte Verträge. Wir wollen ein neues System, das heißt institutionelles Abkommen. Eine nicht genannt sein wollende Bundespräsidentin, sagen wir einfach Micheline Galmiret, hat einmal in einem Interview mit der Sonntagszeitung diesen Vorgang beschrieben und gesagt, das Rahmenabkommen macht die Schweiz unfrei, sinngemäß Passivmitgliedschaft in der EU. Sie hat recht. Die EU möchte die Schweiz in ihren Rechtsraum integrieren,
Kommissionspräsident Juncker hat vor wenigen Jahren gesagt, die Schweiz ist ein geostrategisches Unding, ein Schandfleck. Das ist ein Unding. Er will das nicht mehr. Sein potenzieller Nachfolger Manfred Weber, Sie haben das gesagt, Reto Brennwald, hat gesagt, die störrischen Schweizer, gegen die müssen wir andere Seiten aufziehen. Und das Instrument dieser neuen Seiten, die Zuchtroute, die Reitpeitsche dieser Leute, ist das institutionelle Abkommen. Und Sie übersehen und verkennen oder wollen nicht sehen, dass dieses Rahmenabkommen ein Unterwerfungsabkommen ist, denn es ist das Ziel der Europäischen Union, die Schweiz bis zur Ununterscheidbarkeit im europäischen Rechtsraum aufzulösen. Hans-Peter Portmann, ich glaube, es ist richtig, dass wir jetzt die Ebene von technischen Handelshemmnissen verlassen und zum Schluss in der Schlussrunde einmal das größere Bild anschauen. Wir sehen eine fortschreitende Integration der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Wir reden eigentlich im Moment über Markt, aber dieser Markt erhält immer mehr eine politische Dimension. Beispielsweise Unionsbürgerrichtlinie, Ansprüche für europäische Bürger an Dingen in der Schweiz. Jetzt sagt Roger Köppel, diese Seite, Sie und Frau Rühl, sieht das zu naiv. Hier geht es um viel mehr. Hier geht es darum, dass die EU letztlich nicht akzeptieren kann, eine Schweiz, die so aufgestellt ist, wie sie jetzt ist, unabhängig, wie sie jetzt ist, sondern dass es ein ganz klares Ziel ist, diese möglichst anzugleichen und am Schluss im gewissen Sinne eigentlich einen Mitgliedstaat zu haben. Zu beherrschen und auszunehmen. Bitte sehr. Das haben Sie gesagt. Ich habe jetzt mal gesagt, zunehmende Integration in die EU. Ja, ich möchte einfach nochmals dafür plädieren, dass man Fakten mal nimmt. Man kann damit machen, was man will, aber Fakten mal nimmt und in der Diskussion auch, was könnte geschehen, ich glaube, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber niemand kann das vielleicht im Moment zumindest die Außensicht hier hin am besten bringen wie ich als Präsident der EU-EFTA-Delegation, der in Europa alle zwei Wochen sich mit den Partnern unterhält, der in der ganzen Welt ist und die Schweiz dort vertritt, die Interessen auf parlamentarischer Ebene und das Feedback zurückbringt. Und was jetzt so, er wird mir verzeihen, dieses Wort, weil er hat viel härtere Worte heute gebracht. Aber was jetzt so in dieser Brandrede von Roger Köppel gehört haben, unsere Werte und all diese Dinge und wie wir geschätzt werden im Ausland, das stimmt unsere Werte, für uns gesehen. Aber meine Damen und Herren, wir werden nicht mehr geschätzt im Ausland. Das ist einfach nicht wahr. Ja, Sie können jetzt, ich weiß nicht, ob Sie diese Arbeitsreisen machen oder ich. Ich bin so, ja, von mir aus. Nicht wahr, ob es jetzt Korea, Südafrika, USA oder was auch immer ist, wir sind als Schweiz, wir haben diesen Bonus von früher nicht mehr. Und darf ich? Moment, das ist, Moment. Entschuldigung. Und wenn Sie jetzt gehen wir in die EU. Warum, woran machen Sie und das jetzt fest? Gehen wir in die Nein, EU. Herr Portmann, warum? Wie kommen Sie drauf? Ja, in den direkten Gesprächen mit den Verantwortlichen dieser Kommissionen, der einzelnen Nationalstaaten und den Kommissionen in Brüssel. Ich sage nicht, das ist gut, aber Sie wollen doch von mir einen ehrlichen Rapport und nicht etwas vorgelogen bekommen, hoffe ich. Und seit diese EU 28 Staaten hat, ist es nicht mehr gleich, als wir 7, 8 nachbarschaftliche Freunde hatten. Und wo Sie recht haben, die wollen uns alle in der EU drin. Das wollen die. Und meine Analyse ist, dass die auf knallhart machen werden mit uns. Ist meine Analyse. Sie haben es bewiesen bei der Masseneinwanderungsinitiative, wo Sie einmal über ein Jahr einfach
den Abbau technischer Handelshemmnisse, also den Nachvollzug, einfach mal uns nicht mehr gegeben haben. Entgegen dem Vertrag, den wir haben. Das haben Sie schon bewiesen. Sie beweisen es jetzt mit der Börsenäquivalenz, Sie werden es mit der Medizinaltechnik, glaube ich, beweisen. Und diese Verträge, die wir heute haben, haben diesen Wert nicht mehr wie früher. Verstehen Sie, was heißt ein Nachvollzug? Wenn Sie abgemacht haben in der Telefonie mit der EU, unser Scheibentelefon ist gleichwertig wie eures, und wenn aber die EU uns nicht nachvollzieht, die Entwicklung, die technische, dann können wir keine, auch wenn wir es nicht machen, können wir keine Komponenten mehr verkaufen für iPhones, Handys, die heutiger technischer Standard ist. Der alte Vertrag deckt das nicht mehr ab. Also das muss einfach ganz klar gesagt werden. Ich glaube einfach, dass es hart auf uns zukommt. Ich mag mich täuschen. Und ich sage, meine Gespräche gehen in diese Richtung und es ist schwarz auf weiß. Sowohl der EU-Rat wie auch das EU-Parlament hat jetzt schwarz auf weiß geschrieben, ich habe es vorhin gesagt, wie ein Partner, der sich scheiden lassen will, schwarz auf weiß geschieden, was sie mit uns machen, wenn wir nicht nachvollziehen. Und der Nachvollzug ist nur in diesen Bereichen, wo also, wir wollen. Eine und ganz jetzt habe ich die Frage vergessen, Entschuldigung. Nein, das ist beantwortet. Punkt 1, Herr Portmann, Punkt 1. Ich empfehle Ihnen, reden Sie nicht nur mit diesen fremdfinanzierten EU-Vögten und EU-Bürokraten. Gehen Sie einmal ins Ausland und reden Sie mit den Leuten auf der Straße und dann haben Sie ein anderes Bild als in diesen klimatisierten Konferenzräumen. Zweitens, Sie haben recht, Herr Portmann. Aber mit denen, wo ich spreche, die entscheiden. Sie glauben, dass sie entscheiden. Gar nichts. Moment, meine Herren, es ist zu interessant, Ihre rhetorischen Explosionen zu hören. Und wir möchten sie hören. Ja. Und das geht nur, wenn einer nach dem anderen spricht. Roger Köppel. Und Punkt 2, wo Sie auch recht haben, Herr Portmann, und auch Frau Rühl, da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Es ist ein Machtkampf und es geht am Schluss um Macht und es geht der EU um Macht. Sie will herrschen, sie will befehlen. Gut. Und jetzt ist die Frage, das ist der Punkt. Das ist aber nichts Neues, Herr Portmann, in der europäischen Geschichte. Und ich schenke Ihnen die dreibändige Geschichte des Kantons Zürich. Und da müssen Sie den Band 3 lesen mit der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und dann stellen Sie fest, im 19. Jahrhundert war der Druck auf die unabhängige, demokratische Schweiz, das waren keine Nadelstiche, da standen Divisionen an der Landesgrenze. Der Druck war eine Realität, aber hört doch auf in der FDP, euch bei jedem Stirnrunzeln eines Junkers sofort in ein Mauseloch zu verkriechen. Erinnert euch an diese Staatsgründer, steht hin und verteidigt dieses Land. Herr Blocher, ich würde gerne von Ihnen wissen, mit Ihrer Erfahrung auch und der riesigen Erfolgsbilanz als Unternehmer, wenn wir jetzt einen größeren Konflikt riskieren mit der EU, was passiert vielleicht doch, was ist das Worst-Case-Szenario? Ich beziehe mich auf Frau Galmiret, die gesagt hat, es ist nicht mehr so wie früher. Die globalen Gewichte haben sich verschoben. Wir haben heute, hat Herr Portmann gesagt, nicht mehr 7 Nachbarländer in der EU, sondern 27, 28. Und wie mühsam, wie zäh nur schon die Kommunikation sein kann, sehen wir natürlich wunderbar am Brexit. Die Briten haben ein Riesenchaos momentan mit der Europäischen Union. Ist nicht allein dieses Beispiel vielleicht doch auch einen Gedanken wert, dass man sagen, wollen wir dieses Chaos, wollen wir diese Zustände haben in der Schweiz, nur weil wir nicht hier gewisse Konzessionen eingehen? Gut, also zunächst muss ich sagen, in der ganzen Geschichte ist das so in der Schweiz. Wir mussten uns immer bewegen. Aber eines war sakrosankt. Die Entscheidungsfähigkeit gibt man nicht aus den Händen.
Das gilt übrigens auch für gute Schweizer Unternehmen. Geben Sie nicht den kleinen Finger den großen Amerikanern, sonst haben Sie die ganze Hand drin. Beispiele haben wir genug. Zweitens, das ist ein Wert für sich, für das Land, aber es ist eben auch ein Wert für die Industrie, für die Unternehmen, wenn sie sich wissen, wir sind uns auf allein gestellt. Wir machen nicht das Gleiche wie die anderen. Darum brauchen wir nicht die gleichen Rahmenbedingungen, sondern für uns bessere. Oder wenn da die Politiker sagen, wir brauchen gleich lange Spieße. Wir wollen doch längere, wir wollen doch nicht gleich lange Spieße. Das ist doch unser Ziel. Und in Bezug auf die Entscheidung, und daraus ist auch aus dieser Not, allein zu sein, ist die Innovationskraft gekommen. Weil unter dem Druck die großen Firmen, die international überall sein wollen, haben keine richtige Innovationskraft mehr. Das sehen Sie auch. Die kaufen immer kleine Unternehmen mit neuen Erfindungen, weil sie selbst nicht in der Lage sind. Aber das ist der Lauf des Lebens. Und jetzt, wenn die EU, was sollte die EU für ein Interesse haben, uns überhaupt so zu strafen, dass wir nicht mehr verkaufen könnten. Die Kraft, die Schweiz als Käuferin, unterschätzen Sie die nicht. 500 Milliarden, ob die viel oder wenig haben, ist ein Kunde. Den lässt man nicht so leicht fallen. Und ein Kunde, Herr Portmann, der zahlt, der zahlen kann. Sie müssen uns nicht nur zuerst die Kredite geben, damit wir etwas kaufen. Herr Blocher, darf ich doch? Herr Blocher. Und jetzt, was nicht auszuschließen ist, dass gewisse Nadelstiche erfolgen. Zum Beispiel diese läppische Börsenäquivalenz. Weiß ja niemand. Fragen Sie mal einen Parlamentarier, was das ist. Da haben Sie also Schwein, wenn Sie einen finden. Gut, Herr Portmann natürlich als Banker, der da vielleicht ist. Aber es ist auch leicht erklärbar. Es ist einfach so, dass Sie sagen können, ja, wir lassen euch nicht an unsere Börsenplätze, wenn Sie damit Schweizer Firmen kommen. Alle Schweizer Firmen wurden abtelefoniert und schriftlich haben sie gesagt, wenn das kommen soll, werden wir der Schweizer Börse treu bleiben. Und jetzt habe ich Telefon von Börsianern, schaut, dass die EU die Börsenäquivalenz nicht verlängert, das ist für uns noch interessanter. Nein, das ist die andere Seite, das ist nicht für alle interessanter, aber für diese. Aber Sie können doch nicht die Unabhängigkeit der Schweiz verkaufen wegen einem solchen Stumpfsinn. Das ist ein Peanuts. Ja. Herr Bormann. Man könnte natürlich jetzt fünf geniale Aussagen von Herrn Blocher spiegeln. Ich möchte nur eine spiegeln und wieder mit einem ganz aktuell praktischen Beispiel. Es ist immer einfach gesagt, wir wollen die längeren Spieße. Natürlich wollen wir das. Aber es braucht einen anderen, der auch akzeptiert, dass man den längeren Spieß hat. Und ich habe gesagt, wir sind gerade von Korea zurückgekommen. In Korea wollen wir unser Freihandelsabkommen... Moment, ich würde ihm gerne zuhören. In Südkorea natürlich, weil Herr Blocher kennt sehr gut Nordkorea. In Südkorea wie auch in Südafrika und vielen anderen Ländern wollen wir zumindest ein gleich gutes Freihandelsabkommen wie die EU hat. Ich habe in dieser Delegation Ständerat Konrad Graber dabei gehabt, der die Schweizer Käseindustrie vertritt. Schweizer Käse, Milchprodukte in Korea sind ungeheim benachteiligt gegenüber den EU-Produkten und sie haben einen rückläufigen Umsatz. Und wissen Sie, was die Antwort der Koreaner war und eben genau jetzt wegen diesen gleich langen Spießen? Die Koreaner haben gesagt, spezifisch auf die Schweiz, ihr habt viel zu lange Spieße, weil ihr einen Handelsüberschuss mit uns habt. Und darum werdet ihr gar nie etwas von uns bekommen. Und wir haben den Koreanern gesagt, aber ihr habt eine falsche Statistik, weil ihr nämlich all eure Fernsehen, Samsung zum Beispiel, all eure Autos
Sie kennen sie, Hyundai und Aldi, die produziert ihr in Europa, in Osteuropa, verkauft sie uns und nehmt nicht in eure Statistik hinein. Und das ist den Koreanern gleich. Und damit möchte ich Ihnen sagen, es ist schnell und einfach gesagt, wir wollen längere Spieße. Das praktische Leben, wenn Sie hart darum verhandeln gehen müssen, sieht einfach anders aus. Vielen Dank. Ich würde gerne Frau Rühl die letzte Frage stellen, anschließend an dieses Thema. Im Entwurf des Rahmenvertrags gibt es auch eine Präambel, wo gewisse Grundsätze verfasst sind. Und dort habe ich mit Interesse gelesen, dass ein Ziel dieses Vertrags ist, dass die großen wirtschaftlichen Unterschiede in den Regionen angeglichen werden. Kann es unser Interesse sein, dass wir in der besseren Situation uns der schlechteren Situation der EU angleichen? Es geht gar nicht um diese Frage. Das ist ja gar nicht das Ziel. Herr Köppel hat vorhin von Machtpolitik gesprochen und da bin ich mit Ihnen einig. Es geht um Machtpolitik, aber es geht auch um Wirtschaftsinteressen. Und wir sind wirtschaftlich stark und diese Stärke müssen wir uns behalten und deshalb braucht es die bilateralen Verträge und die Fortsetzung dieser bilateralen Verträge. Was in der Präambel angetönt wird, ist dieses noch bestehende Ungleichverhältnis innerhalb Europas zwischen dem Westen und dem Osten Europas, um es einmal so zu sagen. Und da hat ja die Schweiz Unterstützung geleistet über die Entwicklungszusammenarbeit, die jetzt, glaube ich, in der Zwischenzeit eingestellt wurde, die sogenannte Osthilfe und über die Kohäsionszahlungen. Und darauf spielt diese Präambel an. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir unsere eigene Leistungskraft in irgendeiner Weise schmälen würden. Vielen Dank. Das sorgt dafür, dass wir dauernd zahlen müssen. Nein, natürlich. Das ist eben nicht drin. Nein, das ist explizit. Eben, also ich möchte einfach bitten, bei den Fakten zu bleiben. Die EU wollte das reinnehmen in den Rahmenvertrag, dass unsere Kohäsionsmilliarde, die übrigens, meine Damen und Herren, der kleinste aller ist. Wir haben Liechtenstein nicht. EWR-Mitglied zahlt pro Kopf zweimal so viel. Wir haben Norwegen nicht. Nicht-EU-Mitglied fünfmal so viel und wir zahlen mit 15 Franken pro Kopf freiwillig, natürlich auf Druck, aber freiwillig und die EU wollte das drin haben und der Bundesrat hat es geschafft, dass es nicht drin ist. Es ist keine Pflicht. Das ist eine gute Formulierung. Freiwillig auf aber Druck. Auf Druck. Freiwillig auf Druck. Gib ich zu. Vielen Dank. Ich fasse ganz kurz zusammen und werde dann zu einem Schluss kommen. Also, wenn ich noch einmal Revue passieren lasse, was ich gehört habe, die direkte Demokratie ist bedroht, sagen die beiden Herren hier. Beispiel Inland vor allem, Masseneinwanderungsinitiative Umsetzung. Dann Rahmenabkommen natürlich, ganz klar, mit der Abgabe der Legislativkompetenz quasi an Brüssel, sagen Sie ganz klar, Sie sagen praktisch nicht, es gibt einen seriösen Weg. Dann haben wir darüber diskutiert, was die Alternativen wären. Sie sagen, wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir haben es schon damals beim EWR gesehen, es kommt besser als wir denken, wir haben eine große Kraft, werden das meistern. Sie sagen, das wäre eine sehr große Nachteile für die Schweizer Wirtschaft, würde das bedeuten. Und deswegen müssen wir diesen Vertrag unterzeichnen. Es ist alles völlig offen, ob es je zu einer Unterzeichnung dieses Vertrags kommt oder nicht. Wir haben einen Entwurf, er war in der Konsultation. Ich habe gelesen, es sind 512 offene Fragen eingegangen beim Bundesrat. Der Bundesrat müsste jetzt eigentlich eine Botschaft an das Parlament erarbeiten und er müsste natürlich in Brüssel um mehr Zeit bitten für möglicherweise noch einmal Neuverhandlungen. Ich glaube, die große letzte Frage, die ich Ihnen stellen würde, Roger Köppel, ist es klar, dass wir über diesen Vertrag abstimmen werden können? Es ist das große Verdienst der Auns. Es ist das große Verdienst von Christoph Blocher und seinem EU-No-Komitee, dass dieses Rahmenabkommen
im Bundeshaus, nicht hinter den Kulissen, einfach so durchgeschmuggelt wurde. Also da haben Sie einen Applaus in eigener Sache verdient. Jetzt müssen wir als Parlamentarier, und ich bin jetzt am Boden zerstört, völlig konsterniert, nachdem ich das gehört habe, was Herr Portmann gesagt hat. Ich habe jetzt das totale Einsamkeitsgefühl in Bern. Wir sind alleine. Wir müssen alleine dafür sorgen, dass es ein obligatorisches Referendum gibt, dass man eben hier nicht wieder den Stimmbürger ausbremst, dass man sie nicht wieder über den Tisch zieht, wie mit der Masseneinwanderung und so weiter. Also das ist jetzt die wichtigste Aufgabe der SVP und all jener, Herr Portmann, ich nehme Sie beim Wort, die für die Demokratie sind, dass sie das obligatorische Referendum haben. Aber am Ende des Tages, wer ist der Chef im Schweizer Land? Das sind Sie, meine Damen und Herren. Und die NZZ hat vor 2 Wochen geschrieben, die Schweiz ist keine Willensnation. Da habe ich das Gefühl, was ist jetzt los? Ist nicht Notre Dame, sondern die NZZ abgebrannt? Nein, wir haben eine Willensnation und das sind Sie, meine Damen und Herren. Und der Souverän muss wollen und diese direkte Demokratie müssen Sie verteidigen gegen die Politiker und gegen die Wirtschaftsverbände im Interesse der Wirtschaft und im Interesse der Schweiz. Ich ersuche Sie, verteidigen Sie die direkte Demokratie, verteidigen Sie die Schweiz mit uns. Nein zu diesem institutionellen Unterwerfungskolonial, Vasallen, Schweiz-Zerstörungsvertrag, niemals. Vielen Dank. Danke vielmals, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, das hat uns einen wunderbaren, das ist Ihr Applaus, Roger Köppel. Sie sehen, so wird es dann im Abstimmungskampf zu und her gehen in dieser Tonlage. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank. Ich fand die Diskussion sehr substanziell, sehr unterhaltsam. Ich habe mich sehr gefreut, Micheline Galmiret, dass Sie hier den Input gemacht haben. Ich habe gesehen, wie Sie der Diskussion mit Interesse und Amüsement gefolgt sind. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank Hans-Peter Portmann, Monika Rühl, Hans-Peter Köppel, Christoph Blocher. Was habe ich gesagt? Hans-Peter Köppel? Roger Köppel. Genau. Danke vielmals. Schönen Abend. Adieu miteinander.